So, dann auch in die zweite Runde. Mit meinem Ungo-Go-Go-Deck. Weil ich noch ein bisschen Zeit habe. Wer hier unten auf die Uhr guckt, das ist gerade kurz vor 8. Ja, das Studentenleben ist ein schönes. Ich muss aber trotzdem gleich los. Aber ich habe noch für eine oder zwei Runden Zeit. Da, Maiev. Maiev. Maiev klingt so russisch. Mögen die Spiele beginnen. Jetzt könnte. wo ich gerade hier Pyros habe. Pyros, eine legendäre Karte. Die hatte ich, als ich meinen. Ah, das ist cool. Mein Unpacking-Video mit meinen, weiß nicht, 23 oder 26 Booster. Da war Pyros nicht dabei. Das ist meine legendäre Karte, die ich mir jetzt von meinem ganzen Staub erstellt habe. Die Karte ist so beliebt, die will ich auch haben. Es gibt noch mehr als nur diese Questkarte. Das weiß man aber nicht. Also ich weiß es nicht. Ich habe bisher nur diese gesehen. Also hier diese legendäre, die eigentlich ganz witzig ist. Todesröcheln, also wenn sie stirbt, kommt sie auf meine Hand zurück. Dann allerdings nicht als 2-2 mit 2 Mana als Kosten, sondern als 6-6 mit 6 Mana als Kosten. Was eigentlich ganz nett ist. Ich habe die Karte jetzt auch das allererste Mal ausgespielt. Schön. Pyros. Ich habe mich da ja, wie gesagt, also wie im letzten Video, dran orientiert. So ein bisschen an einer Deckliste aus dem Internet. Ich bin da ein bisschen einfallslos, was das Deckerstellen angeht. Kann nicht genau sagen, woran das liegt. Vielleicht habe ich nicht genügend Fantasie. Vielleicht will ich mir auch nicht so sehr den Kopf zermartern darüber, was man alles kombinieren kann. Das können andere für mich machen. Und es funktioniert ja meistens dann besser. Ich finde, da ist nichts verkehrt daran, sich so ein bisschen inspirieren zu lassen von Decks, die bereits existieren. Weil nur, wenn man ein gutes Deck hat, heißt es nicht automatisch, dass man auch ein guter Spieler ist. Natürlich ist immer ein bisschen Glück dabei, welche Karten man aus dem Deck zieht. Jedoch primär, glaube ich, ist eigentlich Siegvoraussetzung nicht, was man zieht, sondern wie man spielt. Ja, ich verstehe durchaus, dass viele, also jetzt, ich habe häufig in den letzten Monaten, Jahren, seit ich Hearthstone spiele, immer mal wieder Kritik darüber gelesen, dass die RNG-Funktion hier in dem Spiel ziemlich, ziemlich dumm ist. Ja, RNG, der Random Number Generator, kurz gesagt, durch diese vielen zufälligen Mechaniken, die es hier in diesem Spiel gibt, wie zum Beispiel, ich erhalte einen zufälligen Magierzauber auf die Hand, dass das mit Glück und Pech gleichermaßen verbunden sein kann. Und das wird viel kritisiert, dass hier ein großer Glücksfaktor ausschlaggebend ist zum Spielen, zum Gewinnen. Insbesondere ist die Kritik dann hoch, wenn man diese ganzen Hearthstone World Championships sieht, die ich einmal ein bisschen mehr verfolgt habe. Und ich musste da feststellen, ja, natürlich ist Kartenspiel Glückssache. Wie Pokern ist es Glückssache. Aber auch beim Pokern, ich bin jetzt kein Poker-Fan, ich bin einfach zu blöd dafür, aber auch beim Pokern ist es nicht wichtig, was man auf der Hand hat, sondern wie man sich verkauft, wie man spielt. Und auch hier sehe ich das genauso. Man muss einfach sinnvoll spielen können. Und da habe ich beim World Championship letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr, habe ich so einen mega geilen Zug beobachtet, wo ich als 0815-Spieler mir gedacht habe, nee, das hättest du nie im Leben gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Situation noch auf die Reihe kriege. Das war ziemlich legendär, wenn ich mir das überlege. Vielleicht könnt ihr euch das... Nein, ich weiß aber nicht mal mehr, wer gegen wen gespielt hat. Achso, jetzt... Ach, ich spiele noch Hearthstone, dann guck mal hier, ein 5-5er. Ich konzentriere mich mal kurz darauf. Ich könnte ihn jetzt wegboosten hier, wegfetzen mit 6. Könnte aber auch da drauf, dann hat er auch noch 13. 11, 9, 4 Leben. 4 Leben in einem Vielleicht? Zug. Damit kann ich 2 Schaden machen in der nächsten Runde. 2...
Ja, eigentlich. Ich kann die auch jetzt machen. Ich glaube, er hat verloren. Ich bin jetzt zu faul zum Nachrechnen. Ich spiele das jetzt einfach mal aus. Gut gespielt. Ich freue mich. Ich habe gewonnen. Rang 17. Ich war schon lange nicht mehr auf 17. Weil ich einfach zu selten spiele in letzter Zeit. Dann erzähle ich meine Geschichte mit dem Hearthstone World Championship im nächsten Video. Genau, wie gesagt, ein sehr legendärer Zug.